Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Simon the Sorcerer 2. Und liebe Grüße an Shadow, der mich darauf hingewiesen hat, dass dies hier ein Spiel von AdventureSoft ist. Die hießen vorher HorrorSoft. Und jetzt habe ich Angst vor dem Spiel. Vielen lieben Dank dafür, mein lieber Shadow. Ja, und Simon möchte mich aufmuntern, indem er ein bisschen jongliert. Aber ja, Shadow, warum? Ich muss jetzt wieder an Elvira denken und andere böse Spiele. Danke dafür. Also ich habe hier fleißig alles mit allem gemacht. Wir lenken jetzt einfach mal vom Thema ab. Und es hat aber nichts funktioniert, was auch irgendwie klar war. So, da hatten wir geguckt. Können wir hier noch weitergehen? Wir sind in einem Hochhaus. Ja, okay. Progress. Zumpfling! Hat hier jemand einen Eilzauberer bestellt? Ah, oh. Freund, ich bin froh, dich zu sehen hier. Du sein bestes Freund in ganzer Welt. Bin ich? Aber ich habe dir auf den Teppich gekotzt. Du trotzdem bestes Freund, ich je gehabt. Aber ich habe dich beleidigt und deine Suppe. Nichts macht, du gekommen bist von so weit, mich zu sehen. Der ist so knuffig. Und er hat Kinder. Oh, wo ist denn deine Frau? Oh, ja, wir waren wirklich nicht nett zu ihm. Wir haben ihm wirklich auf den Teppich gekotzt. Kann ja halt mal vorkommen, ne? Ja. So, also so bin ich eben. Nun, es war eigentlich mehr ein Unfall, was die Wahrheit wäre. Ich konnte deiner leckeren Suppe einfach nicht widerstehen. Das wäre gelogen. Schon gut, ich brauche dich für eine Freakshow. Es wäre auch nicht nett. Wir nehmen den Mittelweg. So bin ich eben. Du machst mich glücklichstes Sumpfling auf Welt. Oh Mann, ist so putzig. Das war meine gute Tat für heute und tschüss. Ich würde ja gerne auf ein Schwätzchen bleiben, aber... Oh Mann, durchgeknallt? Ich möchte nur einen Teller Sumpfsuppe. Das wäre auch ziemlich gelogen. Aber ich... Alles andere wäre auch kacke. Wir lieben doch Sumpfsuppe, okay? Ich möchte nur einen Teller Sumpfsuppe. Was habe ich nur gesagt? Hab lange schon nicht mehr echte Suppe gemacht. Keiner mag sie. Alle sie sagen, schmecken scheußlich. Oh nö, das wollte ich nicht. Wie können sie nur? Sie ist deliziös. Nun, sie haben recht. Sie schmeckt nicht scheußlich. Ich bin extra wegen ihr hier. Und die Burger sind wirklich übel, mein Freund. Ja, das stimmt. Was nicht heißt, dass diese Suppe besser ist, aber so, ja, wir haben die Wahrheit gesagt. Nun, die Burger sind wirklich übel, mein Freund. Sie nicht echte Sumpf essen, kein Sumpfschlamm in ihnen, nicht einzige Holzlaus darin. Keine Holzläuse? Was für eine Schande. Sie Maden als Ersatz nehmen, Maden nicht knackig genug. Idee haben. Ja? Dies besonderes Treffen ist besser als Geburtstag, besser als Ernte-Sumpftag. Ich spezielle Sumpfsuppe zur Feier machen. Spezielle Sumpfsuppe? Nur nimm es nicht persönlich oder so, aber ich habe nie den ersten Teil gespielt. Wie schmeckt Sumpfsuppe? Das ist eine Lüge, wir haben den ersten Teil gespielt. Hört sich gut an. Ich kann ihm nicht wehtun. Hört sich gut an. Boah, alle mit neues Rezept. Geruch besser, Geschmack besser. Kann nicht warten, sie zu kochen. Ich auch nicht. Klingt ja lecker. Oh, warte! Ich mich gerade an etwas erinnern. Kein Sumpfschlamm für Suppe. Oh nein, alle Pläne ruiniert sind. Ich nicht mehr machen kann, Suppe.
Ja, wenn du uns so ein Gefäß gibst, wir hätten da eine Sumpfquelle. Ich besorge dir welchen. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Gib dir doch einfach die Kugel. Wow, wird das böse. Wie kommt es, dass ihr Sumpfburger ohne Schlamm machen könnt? Können wir dir irgendwie helfen? Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Warte, ich Idee haben. Du gehen Sumpfschlamm für mich holen. Ich? Aber... Hier. Du Eimer nehmen und gehen. Ich den Rest vorbereiten. Ach, ist ja süß. Mit mir kann man's ja machen. Ruhe. Ich mag ihn knuddeln. Okay, wir haben einen Eimer, dann sollten wir jetzt im Sumpf auch Sumpfschlamm bekommen. Denke ich mal. Wie bist du da reingekommen? Magie? Genau. Magie, hä? Ja, ich bin ein mächtiger Zauberer, weißt du? Oh, Simon, allzu viel lügen wollten wir eigentlich nicht. Also Ruhe. Okay, wir gehen nochmal auf die Karte und dann Richtung Sumpf. Da haben wir schon ein bisschen was vorbereitet. So, rüber da. So, dann machen wir, denke ich mal, benutzen Seil. Ja? Ja, okay. Und dann machen wir benutzen Eimer mit Schlamm. Ja? 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 Ah, ein gut, kleiner Schritt für mich. So ein Fleckenteufel hätte ich auch gern. Ich kann nicht glauben, dass das manche Leute aus Spaß machen. Ja, normalerweise landet man auch nicht kopfzuerst im Schlamm. So, wir haben einen Eimer. Ein Eimer voll mit Sumpfschlamm. Okay, dann gehen wir nochmal zurück und machen den Sumpfling so richtig glücklich. Und dann überlegen wir uns, was wir mit der Sumpfsuppe machen. Vielleicht gibt das Spiel uns ja dann schon so einen kleinen, sachten Hinweis, wo das hin könnte. Warum auch immer wir jetzt nicht auf der Karte gelandet sind. Egal. Rückweg dauert ein bisschen länger. Zack. Raus da, da sind wir auf der Karte. So, dann nochmal zum Mucksumpfling. Rein da, müssen wir jetzt das Kostüm wieder anziehen oder dürfen wir jetzt so zum Chef? Haben wir das Kostüm überhaupt noch? Ja, haben wir noch. Und wieder einmal ruft die Pflicht für... Sumpfman! Sehr hübsch. Alles klar, Bill. Okay, hoch da. Wir machen Sumpfling glücklich. Ach, ist das schön. So, dann gib mal bitte das Sumpfzeug. Ah, die Kinder sind weg. An Sumpfling. Gut.
machen. Besser du versuchen. Zeitpunkt genau richtig. Oh. Alles gut? Oh, noch niemals zuvor das passiert. Ah. Nichts machen. Müssen gewesen sein. Falsches Schlamm. Ups. Wenigstens muss ich jetzt nichts davon essen. Hey! Oh, noch etwas übrig geblieben sein. Ist es schon so spät? Ich muss jetzt wirklich gehen. Man sieht sich. Du müssen gehen? Schon? Fürchte ja. Tut mir leid. Warte! Du etwas davon nehmen mit dir. Nein, nein, wirklich. Du kannst es ruhig für dich behalten. Freund wichtiger ist. Hier. Na, schön. Mach's gut. Du zurückkommen und Familie von mir besuchen. Sicher. Okay, das ging ein bisschen nach hinten los. Ein echtes Brechmittel. Aber wenn das explodiert ist und der Scherzartikelhändler will doch eine Stinkbombe machen. Passt das vielleicht zusammen? Weil eine andere Idee habe ich jetzt gerade nicht. Wir klammern uns mal an einen Strohhalm. Weil so furchtbar viel Bumm gemacht hat. Immer da so rüber zoomen. Und dann testen wir das mal, ob wir ihm das geben können. Warum versuchst du nicht mal das hier für deine Stinkbombe? Ja. Das ist perfekt. Warte, nimm ein kostenloses Probemuster. Ich füge es nur meiner Mischung hinzu. Das klingt vielversprechend. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Nee. Momentan nichts. Man sieht sich. Okay, wir haben jetzt eine Stinkbombe. Eine Stinkbombe mit der Kraft der echten Sumpfsuppe. Okay, wir gehen ins Magierzelt. Wir gehen ins Magierzelt. Weil das Spiel hat ja ziemlich deutlich gesagt, wir müssen die alle loswerden. Wobei mir der eine Typ mit dem Schnupfen noch irgendwie Sorge macht. Der nichts riecht. Ich weiß auch nicht, ob ein Toter anfällig ist gegen Gestank. Aber vielleicht werden wir zumindest ein paar los. Hoffe ich mal. So, welche Ankerpunkte haben wir? Nur die Leute. Mach mal benutzen, Stinkbombe. Ah, okay. Wir brauchen keinen Ankerpunkt. Ich glaube nicht, dass ein unangenehmer Geruch irgendwelche Auswirkungen hat. Ich denke mal schon. Was für eine Zeitverschwendung. Ja. Ja, der Tod ist befallen. Einige Stunden später, nach einer längeren medizinischen Behandlung. An diesen Gestank werde ich mich bis an mein Lebensende erinnern. Ja, du musstest auch deine Nase drüber halten. Sind die da drin auch wieder okay? Ah, das ist schon viel besser. Dennoch, ich sollte vielleicht ganz sicher gehen. Du, Junge. Was ist mit den anderen Teilnehmern passiert?
Die haben alle akutes Sumpffieber bekommen. Bislang ist diese Krankheit erst einmal zuvor aufgetreten. Krankheit, sagst du? Ich glaube eher, die sanitären Anlagen hier drinnen sind schuld. Also wie gesagt, ihr war der mit dem Schnupfen. Ein Zauberbuch? Können wir das haben? Ein gefährliches Utensil in unwissenden Händen. Ja, vor allen Dingen deinen, aber wir nehmen es trotzdem mit. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ja, pack ein. So, aber wie werden wir ihn jetzt los? Stinkbombe hat nichts geholfen und wir haben nur ihn als Ankerpunkt. Wir quatschen mal mit ihm. Hallo, Bruder! Was hast du gesagt? Ich sagte, hallo, Bruder! Du bist nicht mein Bruder, Junge. Ich meinte auch mehr im spirituellen Sinne. Bitte? Vergiss es! Ich habe einen höllischen Schnupfen, weißt du? Ich kann absolut nicht riechen. Wir reden mal nochmal mit ihm, weil ich hatte ja neu geladen, nachdem wir mit allen geredet hatten. Vielleicht sagen wir jetzt was anderes. Wozu? Dieses schwerhörige Fossil versteht mich ja doch nicht. Wie wird man einen Schwerhörigen los, der dazu noch einen Schnupfen hat? Zauberbuch? Können wir mit dem Zauberbuch irgendwie ihn... So verzweifelt bin ich nun auch noch nicht. Achso, okay. Zauberbuch ist global Benutzung. Vielleicht hat er Angst vor Fischen? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Vielleicht möchte er mit einem Ballon spielen? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Können wir ihn bestechen? Moment, dann machen wir ihr geben. Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Hat er Angst vor Schildkröten? Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Will er Brei essen, den wir ja wieder zurückgekriegt haben? Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Können wir den einfach prügeln? Sehr verlockend und sehr illegal. Ja, scheiß auf illegal. Ist mir jetzt mal egal. Das hat niemand gehört. Willst du einen Sumpfshake? Ich gebe nichts von meinen Sachen her, solange ich nicht muss. Moment mal. Sumpfshake hieß doch, dass das Ganze hart wird, wenn es an die Luft kommt. Können wir damit sein Rohr verstopfen? Ja? Ja! Ich habe die Hälfte aufgehoben. Man weiß ja nie. Wo sind denn die anderen alle hin? Sie sahen mich und wussten, dass sie keine Chance hatten. Ist die Nummer 4 noch hier? Sind Sie die Nummer 4? Hallo? Hallo? Was hat er? Das ist nur ein Wanderer, der sich hier einen Moment ausruht. Ach so. Sieht so aus, als wären Sie somit der Einzige. Kommen Sie. Bogus. Dies ist der einzige Bewerber, Euer Majestät. Nun gut, junger Mann. Möge er uns zeigen, was er kann. Alles klar. Was machst du jetzt? Okay. Sehen und staunen Sie! Die Bananenschale? Ups! Wie wär's hiermit? Aber dieser hier... wartet, das hab ich gleich. Da stimmt Hübsch. Was nicht. Versucht er zu scherzen? Nein. Das muss an der Sternenkonstellation und an dem Stand der Sonne und der Mondfinsternis und den kosmischen Strömungen liegen.
An all diesem Zauberkram eben, wisst ihr? Wartet! Oh je. Stopp, er bekommt die Anstellung. Aber er soll nicht mehr weiterzaubern. Bitte. Schau, was ich habe. Simon the Sorcerer, offizieller königlicher Hofzauberer. Was hältst du davon, hä? Und sie haben immer gesagt, ich würde es zu nichts bringen. Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Das hast du richtig fein gemacht und ja, als einziger Bewerber haben wir natürlich die Stelle gekriegt. Ansonsten hatte ich da weniger Hoffnung für uns. Okay, wir waren kurz im Schloss und dann gehen wir da wieder hin? Oder so? Also, Junge, hast du das Geld? Ja, wieso Geld? Wir sind jetzt hier angestellt. Na gut, ich werde euch das Geld besorgen. Wie war das nochmal mit dem Geld? Die sind doch, glaube ich, auf 78 oder so hochgegangen. Oder 74 oder so. So viel haben wir auf jeden Fall. Wir müssten noch 80 haben. Nee, Quatsch, 90. Wir hatten 100 und haben 10 fürs Menü bezahlt. 2 zu viel. Also sind wir 90. Guten Morgen. Sicher, kein Problem. Wie viel wolltet ihr nochmal? Wie viel wolltet ihr nochmal haben? 72 D-Mark. Zuzüglich der Unkosten. Versteht sich. Hey, wartet mal eine Sekunde. Das hatten wir schon. Nun, dann eben 72 D-Mark. Also gut, ich werde euch das Geld besorgen. Sicher, kein Problem. Wir haben das doch. Sicher, kein Problem. Sieht so aus, als könne er nun passieren. Tja, es scheint tatsächlich so. Also, mach dich auf den Weg. Danke, Jungs. Rein da. Ich müssen wir das nicht jedes Mal bezahlen. Wo ist dein Ausweis? Haben wir. Es ist okay. Ich habe die Jungs da drüben bereits bezahlt. Das mag sein. Aber nur Gäste oder Diener des Königs dürfen hier passieren. Ach, gleich drehe ich durch. Nein, 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 keine Panik. Hast du einen offiziellen Ausweis? Ja. Klar, hab ich. Ich glaube, das war dann nur Schmiergeld. Hey, er da! Du meinst mich? Knie er nieder, bevor er mit uns redet. Träum ruhig weiter, Kleiner. Endlich kann ich auch mal jemanden so nennen. Wenn er nicht niederkniet, dann muss er sterben. Bleib auf dem Teppich, ich bin größer als du. In 60 bis 70 Jahren vielleicht. Hast du irgendwelche großen Beschützer um die Ecke stehen oder was? Ich habe ja solche Angst, ich mache mir gleich in die Hose. Das wird wahrscheinlich der Prinz sein. Hast du irgendwelche großen Beschützer um die Ecke stehen oder was? Nimm dies. Au. Autsch. Und dies. Autsch. Und dies. Aua. Das möge ihn lehren, wie er mit einem Prinzen zu reden hat. Du bist ein Prinz? Wir sind in der Tat. Ja, dieses Wir hat er schon drauf. Ich bin Simon, der Hofzauberer. Was ist mit diesem Blasrohr? Du wirkst nicht sehr prinzenhaft auf mich. Und ich muss weiter, mach's gut. Ja, als Prinz macht man das eigentlich nicht hier mit Blasrohr und so. Du wirkst nicht sehr prinzenhaft auf mich. Es liegt an diesem Blasrohr, stimmt's? Nun, es hat etwas damit zu tun. Unser Vater erlaubt uns nicht, ein echtes Schwert zu tragen. Er sagt, man könne uns keines anvertrauen. Aber es ist nicht fair! Ich will ein echtes Schwert! Keiner nimmt mich ernst, solange ich keines trage. Ich würde es ihnen allen zeigen. Aber du kannst nicht einfach rumlaufen und den Leuten den Kopf abhauen. Wir sind der Prinz. Wir können tun, was uns beliebt. Nimm dies. Au! Für den sollte man die körperliche Züchtigung wieder einführen. Also wir wissen, wo es ein Schwert gibt, aber ich wüsste noch nicht, wie wir da hinkommen.
Was haben wir hier für Marker? Wir haben den Prinzen. Wir haben die Tür. Können wir durch die Tür durch oder werden wir da abgehalten? Können wir die Tür öffnen? Ja, können wir reingehen? Ja, okay. So, wir haben eine Tür. Mit Symbol, das war doch irgend so ein Bing-Instrument, oder? Symbol kommt vom lateinischen Zymbalus und heißt so viel wie tierisch laut. Echt? Ich dachte, es wäre eher sowas Dezentes. Können wir das mitnehmen? Ach, ich dachte okay, das sind so... Ich werde das jetzt eher Becken genannt, so Badazeng, Zusammenklopp-Dinger, Bums, Dums. Ihr wisst, was ich meine. Wir gehen jetzt in die Pause. Bis gleich.